wieder. Ich packe heute zusammen mal wieder mit euch die Wunderbox aus. Das machen wir ja jetzt jeden Monat, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Und diesmal ist das Besondere an der Wunderbox, dass da ausschließlich Limited Edition Produkte drin sind, die auch nur für diese Box hergestellt wurden. Was ich ganz schön krass finde bei so einem kleinen Unternehmen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie klein das Unternehmen ist, aber ich hatte immer den Eindruck, das ist jetzt nicht so, ne? Also ich meine, das ist nicht in den Drogerien und so. Und deswegen dachte ich, wow, so nur Limited Edition Produkte, nur dafür, das ist schon ein starkes Stück. Und wir packen die jetzt, wie gesagt, zusammen aus. Beachtet bitte heute meine Haare nicht, die seht ihr auch gar nicht, sehe ich gerade. Die sind irgendwie so total Bad Hair Day und ich habe einfach irgendwie Haargummi rein. Und das muss jetzt reichen, dafür bin ich im Gesicht so ein bisschen bunter. Ich hoffe, man erkennt das überhaupt bei den Lichtverhältnissen. Ich habe mal so ein bisschen neue Sachen ausprobiert, damit ich euch dann auch mal ein paar neue Sachen zeigen kann. Und jetzt kommen wir aber endlich zur Wunderbox. Sieht aus, wie sie immer aussieht und geht auch auf, wie sie immer aufgeht. Ich versuche lieber gar nicht lustig zu sein. Als erstes, ich ziehe einfach wahllos raus, was mir entgegenkommt. Als erstes ein Kosmetik Cosmo Lidschatten. Eine dünne Farbe. Gamsbart. Genau, die Wunderbox hat nämlich natürlich wieder einen Namen und deswegen haben natürlich auch die ganzen Namen von den Produkten auch irgendwie Sinn, da sie extra dafür gemacht wurden. Also die Wunderbox heißt Matterhorn und zwar matt-erhorn. Also gehe ich davon aus, dass wir hier einige matte Produkte finden. Und von den Namen her hat sie sich, auch von den Farben hat sie sich inspirieren lassen von der Farbpalette der Berge. Das finde ich schön. Deswegen heißt dieses hier auch Gamsbart und ich packe es mal mit euch aus, weil man es in der Packung natürlich nicht so gut sehen kann. Es ist in so einer Verpackung eben mit drin, also es sind nicht die Refill-Dinger, die ich auch schon mal einmal bei so einem Refill dabei. Da hatte ich mich auch total gefreut, weil ich nämlich so eine kleine Palette habe. Und diesmal sind es aber die, die in ihrer eigenen Verpackung kommen. Und das ist ein echt schönes, mattes Braun. Ich möchte es jetzt noch nicht swatchen, weil ich eventuell, ich weiß es noch nicht, vielleicht noch einen Blogpost drüber mache. Wenn ich einen Blogpost drüber mache, dann schreibe ich euch das unten in die Infobox. Und wenn da kein Link zu meinem Blog ist, dann habe ich es eben doch nicht gemacht. Aber deswegen möchte ich jetzt noch nicht swatchen, weil dann lässt sich so schlecht hinterher fotografieren. Dann sind immer so Streifen drin und ne, ihr wisst Bescheid. Jedenfalls, das sieht aus wie ein Schokobraun mit einem eventuell sogar ganz leichten Rotstich, also eher so ein warmes Braun. Als nächstes noch ein Lidschatten, auch Kosmetik Cosmo. Die sind hier jetzt alle von Kosmetik Cosmo, deswegen muss ich das, glaube ich, nicht extra dazu sagen. Die Farbe Edelweiß. Mal sehen, ob es wieder ein matter Ton ist und ich vermute einen hellen. Ja, es ist ein heller Ton, es ist kein Weiß, sondern es ist so ein Creme. Also ein ganz, ganz heller Cremeton und auch der ist matt. Und ich bin sehr gespannt auf die Pigmentierung, wenn ich es dann swatche. Ich habe nämlich mir sagen lassen, von jemandem, der sich auskennt, dass es sehr, sehr schwierig ist, matte Lidschatten hochpigmentiert zu machen. Das ist wohl irgendwie nicht so einfach. Und da die alle matt sind, bin ich da echt gespannt, ob die auch nicht so doll krümeln und so. Das ist ja wohl nicht so einfach in der Herstellung. Als nächstes kommt noch ein Lidschatten. Also wir haben dann, ich glaube, 4 Lidschatten. Ich sehe da nämlich gleich noch einen. Was ganz Dunkles, Farbe Granit. So sieht er aus. Also nicht schwarz, sondern eben Granitfarben. Auch der ist matt. Oh, das ist ein richtig schönes dunkles Grau. Das hat so einen ganz, ganz leichten Blaustich, aber nicht zu doll. Können wir jetzt stundenlang damit beschäftigen und versuchen, diese Farbe rauszufinden. Ich bin ehrlich gesagt nicht so gut damit, Farben zu benennen. Also ich kann so blau und schwarz und ne, rot und so. Aber wenn es dann um die Beschreibung geht, das ist ein so und so mit einem Stich von so und so und einer Nuance von, dann bin ich da meistens raus. Jedenfalls sieht der aus wie ein sehr, sehr klassisches Grau und eins ohne viel Schnickschnack. Und das mag ich. Ich hatte früher so eine Phase, da habe ich, glaube ich, 2 Jahre lang nur grauen Lidschatten getragen. Und also grau auf dem Lid und dann mit schwarz außen verblendet. Und ich habe nie wieder so einen Grauton gefunden. Und der hier könnte tatsächlich in die Richtung
gehen. Ich bin dann sehr gespannt, wenn ich ihn aufprobiere. Und tada, noch ein Lidschatten. Und ich habe, glaube ich, ein Haar hier irgendwo. Der heißt Schwarze Piste und ist, oh Wunder, schwarz. Schwarze, matte Lidschatten sind ein Segen. Die braucht man immer. Ja, und der ist richtig tief, tief schwarz und matt. Und wenn der jetzt nicht zu doll bröselt, bin ich begeistert und noch eine hohe Pigmentierung hat. Ein letztes Produkt ist noch drin. Ein Nagellack. Ihr habt ja letztens meine Nagellacksammlung gesehen, ne? Es ist nicht so, dass ich nicht schon genug Nagellacke hätte. Ich freue mich trotzdem aber immer über jeden weiteren, denn nicht ohne Grund habe ich so viele Nagellacke. Ich liebe Nagellacke. Der heißt Nordwand und das ist mal eine abgefahrene Farbe. Das ist ein... Ja, und da sind wir jetzt dabei bei den Farbbeschreibungen. Also, es ist ein helles Braun. Ein ganz, ganz helles Braun. Fast schon so beige-stichig. Sehr schön, abgefahrene Farbe habe ich noch nicht. Ich freue mich immer, wenn ich irgendeine Farbe bekomme, die ich wirklich so gar nicht habe. Weil ich habe, wie ihr ja gesehen habt, 1000 rote und pinke und dies und das. Und ich mag aber gerade eben so eine nudigeren Töne ganz gerne. Und sowas, also in so einem hellen Braun, habe ich wirklich überhaupt nicht. Ja, gefällt mir gut. Ich bin gespannt, wie die sich alles swatchen und ihr werdet es entweder erfahren auf meinem Blog oder wenn sie gut sind, werde ich sie ganz, ganz sicher in irgendeinem Tutorial benutzen. Also ihr werdet es auf jeden Fall sehen und ansonsten gebt doch einfach mal oben Wunderbox Unboxing Matterhorn ein und dann findet ihr bestimmt von ganz vielen anderen auch noch Videos. Ich wette, irgendjemand hat es geswatcht, bin mir ziemlich sicher. Aber ich wollte jetzt eben nur ein Unboxing machen und nicht gleich rumswatchen und dies und das, sondern euch einfach nur zeigen, was drin ist. Einfach als erster Eindruck, so ganz klassisch, wie es eben in einem Unboxing-Video ist. Und ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr eventuell auch eine Wunderbox habt, was ihr von den Farben haltet, was ihr von der Pigmentierung haltet, wie ihr den Nagellack findet. Da bin ich schon richtig gespannt drauf, den auszuprobieren. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.